Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Aber in May Adventskalender. Oh, der ist schwer. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieses Jahr gibt es eine Version. Es gibt nicht zwei Versionen wie letztes Jahr, sondern für 129,99. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, auch gerne meinen Code, das müsste Claudi25 sein, ich schau mal, ja. Damit bekommt ihr 25% Rabatt und könnt den Adventskalender für 32,50 Euro weniger, also für 97,49 Euro oder so, euch bestellen. Schaut dazu gerne in der Infobox vorbei, denn ich habe ihn zugeschickt bekommen und dieses Video ist eine Kooperation. Und weil das so ist, werde ich in diesem Video einfach mal eine kleine Beautybox verlosen an einen von euch. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne einfach mal rein. Mit Arbeit May habe ich letztes Jahr auch schon zusammengearbeitet und ich war so froh, als die liebe Kathi mich angeschrieben hat, ob ich nicht Lust habe, den vorzustellen. Ich sage, ja, bitte. Ich hatte schon in einem anderen Adventskalender auch Produkte von Arbe & May drin und war direkt so, oh mein Gott, ich brauche wieder unbedingt diese geilen Kerzen, weil du hast so einen intensiven Duft immer mit dabei. Aber nicht lang schnacken. Wir schauen jetzt erstmal uns dieses wunderschöne Design an. Das ist so geil. Wir haben ein dunkelblau mit diesem Silber. Also das ist sehr, sehr hübsch. Und dann kann man das hier hochklappen. Und dann hat man hier diese Boxen drin. Also es sieht schon mal richtig, richtig edel aus. Und meine Kritik wurde angenommen. Ich habe nämlich beim großen Adventskalender letztes Jahr gesagt, dass ich das schade finde, dass man die Zahlen nicht so gut lesen kann. Hier kannst du die Zahlen 1a erkennen. Ja, Erwin hat heute ein bisschen schwerer zu tragen, deswegen wollen wir mal zusehen, dass seine Last etwas leichter wird. In diesem Adventskalender haben wir übrigens sowohl bekannte Produkte drin und bekannte Düfte, aber auch so ganz, ganz neue. Und hier ist jetzt die Nummer 1. Oh ja, unsere erste Mini-Kerze, Germany, Lübeck, die mag ich. Die riecht auch tatsächlich sehr zurückhaltend, ne? Also wir starten erstmal vorsichtig in diese ganze Duftwelt, denn die Kerzen sind ja mit ganz intensiven Düften auch entwickelt worden. Die Düfte, die in den Kerzen drin sind, sind sehr, sehr intensiv vom Duft her, aber nicht so, dass es Kopfschmerzen macht. Und die Duftkomposition wurde mit Parfümeuren zusammen entwickelt. Und deswegen... Ja, die Frau hat noch nicht so ganz ihren Knoten im Kopf gelöst. Finde ich schon mal ganz gut, weil das ist ein sehr sanfter Start. Ich würde es eher so als basic, aber tatsächlich leicht süß bezeichnen vom Duft her. Der 2. Dezember fühlt sich etwas schwerer an. Mal gucken, was wir jetzt... Ja, hier ist nämlich auch eine etwas größere Kerze drin. Das ist die Pumpkin Pie Limited Edition. Oh Gott, die wird Sarah Isabel lieben. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das riecht sehr würzig. Oh, mag ich gerne. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und hier haben wir Santas Sleigh Ride North Pole drin. Die hatten wir, glaube ich, letztes Jahr auch drin. Oh ja, die hat was von Räucherstäbchen. Die würde ich dann tatsächlich immer nur mit Vorsicht genießen und in großen Räumen anzünden. Denn wir haben, wie gesagt, sehr intensive Düfte hier. Aber es riecht schon cool. Also die kann ich mir auch sehr gut in Kombination mit dieser hier vorstellen. Und ich finde es auch einfach schön, dass wir hier diese, ne, dass es aus Glas ist. Hier haben wir die Nummer 4 und die ist etwas größer und leichter. Denn hier drin befindet sich keine Kerze, sondern ein Duft. Ich feiere es, dass wir hier auch einen Sprayer haben, aber das ist nicht ein Duft von Faint, sondern von Arve & May. Das ist das Pillow Spray. Das finde ich klasse. Oh, ich mag sowas ja, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie viele Milliliter drin sind. Ich rechne euch das ja auch natürlich alles aus, ne? Ob sich das dann auch alles lohnt. Denn der Wert ist mit 265 Euro angegeben. Und sowas gebe ich mir gerne tatsächlich auch dann auf unser Bett. Und ich kann dann auch einfach besser schlafen. Und, nur mal by the way, Lavendel macht nicht nur, dass du besser schlafen kannst, sondern es hält auch Mücken und Motten und Spinnen fern. Ich glaube, das lässt einen dann auch nochmal noch intensiver besser schlafen. Hier habe ich den 5. Dezember, einen Tag von Nikolaus. Und da haben wir, also du wirst hier durch eine komplette Weltreise hier mitgenommen, ne? Die Dominikanische Republik, Caribbean haben wir hier drin. Das schaut einmal so aus. Und ich mag auch die Bildchen, die vorne drauf sind. Oh, das riecht sehr süß. Hat aber auch was leicht Fruchtiges, vielleicht Kokos oder so dabei. Kann ich mir vorstellen, ne? Daran erinnert mich das tatsächlich vom Duft her. Wow, richtig geil. Nikolaus ist schön groß und hier vermute ich einen Raumduft drin. Wenn das ein Raumduft ist, kann ich euch jetzt schon sagen, dass ich das geil finde, je nachdem, welcher Duft das ist. Aber die halten so gut. Ich habe jetzt letztens, das habt ihr auch im Aufgebraucht-Video gesehen, noch, ja, das ist ein Raumduft, einen gefunden, der bei uns auf der Dunstabzugshaube stand. Der hat halt gerochen.
die ganze Zeit noch. Ne? Das war so krass. Die Stäbchen haben immer noch gerochen und ich hatte den ein Jahr da stehen. Klar, die Flüssigkeit war verflogen und das hat nicht mehr so intensiv gerochen, aber als ich meine Nase halt dran gehalten habe, Dresden ist das. Und das ist, glaube ich, der Lieblingsduft von Sarah Isabel. Und da haben wir einmal, warum ich so oft ihren Namen sage, weil wir eben die ganze Zeit geschrieben haben. Deswegen ist sie in meinem Kopf, aber auch sehr tief in meinem Herzen. Einmal die Stäbchen. Je nachdem, wie intensiv du den Duft halt verteilen oder haben möchtest, machst du die Anzahl an Duftstäbchen rein. Weil je mehr Duftstäbchen, desto größer ist die Oberfläche und desto mehr Duft kommt raus. Wenn du sagst, Mensch, ich habe nur so ein kleines Gästebad oder so, nimmst du einfach nur 2 von den Duftstäbchen. Das reicht halt, ne? Und hier haben wir dann den Duft drin. Und ja, der ist auch tatsächlich sehr besonders, ne? Ich kann mal dran riechen. Übrigens sind die Düfte vegan und ohne Tierversuche, also alle Produkte. Ja, das hat auch wirklich was Unisex-mäßiges. Also, ne, mein Freund wird es auch sehr mögen, denke ich mal. Die Nummer 7. Ah, das hatten wir letztes Jahr auch. Das ist ganz interessant. Das ist eine Seife und die kannst du dir selber anmischen. Das ist Malediven aus dem Indischen Ozean. 15 Gramm sind hier drin. Du hast ja sicherlich auch irgendwie so eine leere Seifenflasche zu Hause. Das habe ich jetzt schon sehr, sehr häufig gemacht. Die füllst du einfach mit Wasser, machst dir das Pulver rein, schüttelst das, wartest hier eine Minute und nee. Du schüttelst es eine Minute und wartest 30 Minuten genau und dann quillt das nämlich auch so ein bisschen und dann hast du halt eine richtige Seife, aber es wird halt kein Wasser durch die Gegend geschickt und so. Also ich bin einfach der Ansicht, dass das hier die Zukunft generell sein wird. Also dass wir uns unser Duschgel selber anmischen, unsere Seife, unser alles Mögliche, was wir halt so an Saubermachsachen zu Hause haben, ne? Unser Spülmittel und so, macht auch durchaus Sinn. Ne? Und wenn man es dann halt wirklich nochmal richtig hart haben möchte, also dass man halt harte Verschmutzung hat oder so, kann man ja nochmal einen Extremreiniger oder so nehmen. Draußen schüttet es aus Kübeln, also nicht wundern, falls ihr irgendwelche Geräusche hört. Und dann merkst du halt auch einfach, dass Arbeit May immer diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess hat. Sprich, die wollen halt so nachhaltig wie möglich sein und setzen halt auch darauf, dass das Ganze sich auch weiterentwickelt und auch an den Kunden dann weitergegeben wird, was ich halt anhand von solchen Produkten einfach sehe und das finde ich gut. Die Nummer 8 darf jetzt machen, das ist Kracht und das riecht hier jetzt schon irgendwie zimtig raus, ganz interessant, also direkt weihnachtlich. Oh, Club Noé 01, das kenne ich nicht. Oh Gott, riecht das gut. Das erinnert mich an den Duft von Baccarat Rouge, tatsächlich. Ich kenne die Marke, ganz, um ehrlich zu sein, ganz ehrlich, kenne ich sie nicht. Und ich, also, das ist ja, mag ich. Das mag ich gerne. In der Nummer 9 dürfen wir uns über eine weitere Kerze freuen. Und zwar ist das die Limited Edition Persia. Oh, das ist ein toller Duft. Der riecht so ein bisschen wie frisch gewaschene Wäsche. Aber halt auch noch so ein Hauch von Blume. Mm, das mag ich. Ja, wie Wäsche waschen auf einer Blumenwiese im Urlaub. In der Nummer 10 darf es mit Santas Workshop weitergehen auf dem Nordpol. Das hat was Nussiges auch irgendwie mit dabei, wenn ich das richtig rieche. Also ich bin jetzt ja nicht so die Ultra-Duft-Spezialistin, um ehrlich zu sein. Ich versuche das ja immer so ein bisschen mit meinem Leben einfach zu kombinieren und mich... Also ich bin halt so ein Gedächtnisduftmensch, das ist halt meins. Düfte erinnern mich an Menschen, so. Deswegen hat mich jetzt hier Pumpkin Pie auch an Sarah Isabel erinnert. Und das hier erinnert mich irgendwie auch ein Stück weit an Kindergeburtstag. Positiv, sehr positiv. Mag ich gerne den Duft. Also sehr, sehr angenehm. Oha, ich glaube in der Elf haben wir wieder einen Raumduft drin. Das ist nämlich so schön groß. Auf nach Spanien. Barcelona ruft uns. Das ist dieser Duft hier. Und ja, wieder ein Raumduft mit 50 Millilitern. Und ich finde, Spanien ist wirklich ein schönes Land. Ich bin noch nicht so häufig da gewesen, aber jetzt durch Malaga, ne, was ich dieses Jahr auch erleben durfte, habe ich auch einfach die Mentalität kennengelernt. Und das war schon sehr, sehr geil. Ja, so ein bisschen, als würdest du über ein Zitronenfeld laufen. Aber neben dir läuft irgendeine Frau, die ein Parfum trägt. Und das ist eine edle Frau. Eine Senorita. Ihr gehört das Zitronengut. Und sie führt dich darüber und du trinkst dabei einen Weißwein. Passt Zitrone zum Weißwein? Keine Ahnung, aber ich habe das irgendwie jetzt gerade so ein bisschen im Gefühl und das wäre eine schöne Vorstellung, muss ich sagen. Halbzeit, die Nummer 12. Ja, man also ist gefühlt irgendwie jeden Tag an einem neuen Ort, was auch sehr, sehr angenehm ist. Hier sind wir jetzt wieder Richtung Heimat, etwas näher unterwegs, auf nach Belgien. Da sind wir jetzt in Brüssel.
das ist dieses hier. Was bringe ich mit Brüssel in Verbindung? Wenig tatsächlich. Also meine Eltern waren da damals auch mal im Urlaub, aber sonst. Oh Gott, riecht die gut. Die riecht süß. Die riecht nach irgendwas zu essen. Die kann ich mir gut in der Küche vorstellen. Aber wenn ich die ins Wohnzimmer stellen würde und anmache, dann hätte ich die ganze Zeit Bock, mir irgendwelche Kekse zu essen. Die riecht lecker. Ich möchte da gerne reinbeißen. Ich gehe sehr stark davon aus, dass in der zweiten Halbzeit nochmal so ein bisschen auf den Putz gehauen wird. Da gehen wir wieder an den Nordpol mit Santa Snowman. Und ich glaube wirklich, dass das hier so diese Sondereditionen sind. Das riecht, als hätte die Frau vom Schneemann einen Duft aufgelegt. Ich hätte jetzt nämlich bei Santa Snowman damit gerechnet, dass es auch vielleicht ein bisschen nach Karotte oder sowas riecht. Gut, was willst du mit einem Karottenduft? Das stimmt wohl, ne? Aber es ist ein eher femininer Duft, aber auch eher so ein... Vielleicht ist es eher so die Tochter vom Schneemann, die den Duft aufgelegt hat. Hat was sehr Blumiges, aber ich mag's. Der 14. Dezember. Hier ist was anderes drin. Fane. Ja, das ist ja die Parfummarke, die wir auch dort finden. Das ist Aruba Breeze, ein Eau de Parfum. Und hier haben wir eine Menge von 15 Millilitern drin. Das ist schon mal eine gute Größe. Es ist ein Sprayer und das finde ich toll. Also ich denke, dass sich da auch viele drüber freuen werden. Von meiner Erfahrung her sind das keine Düfte, die mir jetzt so den ganzen Abend halten. Das heißt, ich würde mir das auf jeden Fall mit in die Handtasche packen, sodass ich dann auch immer wieder nachlegen kann. Das erinnert mich an meine Stiefschwiegermama in Spee. Könnte sein, dass die auch so einen ähnlichen Duft hat. Edel, aber auch ein bisschen sportlich. Nicht zu jung, aber auch nicht jetzt irgendwie altbacken. Ich glaube, der passt halt wirklich 1A zu ihr. Ich meine da auch irgendwas mit Orange oder sowas rauszuriechen. Ganz, ganz angenehmer Duft. Ja, erinnert mich halt an sie, ne? Der 15. Dezember. Hier haben wir wieder ein wärmendes Licht drin. Und zwar Pinot Noir in der Special Edition. Ja, ja, das ist so ein Duft, den konnte ich in der Schwangerschaft gar nicht haben. Also als ich letztes Jahr den Adventskalender ausgepackt habe in der Schwangerschaft und in der Stillzeit und dann teilweise die Düfte angemacht habe, konnte ich das nicht haben. Jetzt mittlerweile finde ich die ganz gut. Ja, gerade Pinot Noir ist halt wie ein sehr, sehr schöner, schwerer Rotwein, den ich so mit meinen Mädels trinke. Das ist Mädelsabend, das ist cool. Der 16. Dezember. Auch hier wird uns wieder ein Licht aufgehen. Und zwar mit in Frankreich. Chamonix. Die Region aus Frankreich kenne ich nicht. Mal gucken, ob der Duft mich dorthin entführen kann. Das ist ein Duft für meine Oma. Das passt zu ihr. Das riecht halt so nach Seife. Aber auch nach diesen, kennt ihr die von damals, diese Perlen, die man als Badezusatz genommen hat? Danach riecht das. Eine Woche vor Heiligabend haben wir jetzt am 17. Dezember, glaube ich, wieder so einen orangenen, so einen großen, der wahrscheinlich wieder nach Essen riechen darf. Cinnamon Roll. Ja, das ist tatsächlich so, ne? Du hast ja diese orangenen, die nach irgendwas zu essen riechen. Also eine Zimtrolle, das ist ja auch irgendwie total fancy und abgefahren. Oh mein Gott, ist das ein toller Duft. Also das ist intensiv, muss man mögen, ne? Aber wie, also ich finde es großartig, dass man solche Düfte in eine Kerze packen kann. Ich kann mir das auch vorstellen, dass man so einen Duft hinstellen kann. Ich bin ja nicht so die größte Kuchenbäckerin oder so, ne? Das ist ja nicht so mein Vibe. Aber wenn ich Gäste da habe und dann vielleicht so zu Julius erstem Geburtstag oder so und dann habe ich einen Kuchen gebacken, der sicherlich nichts wird oder es ist halt irgendwie eine Fertigbackmischung, dann stelle ich aber so eine Kerze auf den Tisch, die so einen Duft hat. Das heißt, alle sind schon mal in so einem, oh, es riecht hier schon ziemlich geil Vibe. Claudi hat sicherlich in der Küche richtig lange rumgestanden und hat da ordentlich was gemacht. Ja, und dann kommt da mein Topfkuchen oder sonst irgendwas. Und alle denken sich, oh, Wunder, was sie da für Aromen drin hat. Es ist die Duftkerze, Leute. So, herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ich habe jetzt hier den 18. Dezember. Und hier haben wir auch wieder so ein nachhaltiges Produkt. Und zwar ist es auch eine Seife. Ach, genau, eben hatten wir Indischen Ozean und jetzt haben wir die Bahamas. Auch in die Karibik, Leute. Das ist ja auch geil, ne? Also sowas, wenn du dir sowas im Winter hinstellst, dann hast du wirklich im Winter nochmal so eine kleine Sommerreise unterwegs. Aber ich würde es, glaube ich, eher für mich persönlich im Sommer dann auch hinstellen.
Ich rieche da leider nichts durch, aber ich mag die Seifen tatsächlich. Ich habe da auch schon welche von verwendet. Die sind gut. Die Nummer 19, Coziness aus Skandinavien. Da bin ich gespannt, wonach das riecht. Da bin ich sehr gespannt drauf. Wie riecht es bei Ikea? Nach Köttbullar. Die riecht ähnlich wie die hier. Aber nee, nicht wie die hier. Wie die Santa Snowman. Aber die riecht intensiver. Okay. Wenn das der die Teenager-Tochter ist, dann ist das hier die Mutti, also die Schneefrau quasi. Aber auch an irgendeinen sehr, sehr bekannten Duft erinnert er mich. Riecht wirklich, wirklich gut. Hat was Zitrisches mit dabei, aber auch was Blumiges. Also wirklich gute, gute, gute Düfte. Dann schauen wir mal, welcher Raumduft sehr wahrscheinlich sich am 20. Dezember hier drin versteckt. Auf nach Marrakesch. Oh, das ist auch geil, ne? 50 ml haben wir hier drin. Das riecht wirklich sehr, sehr orientalisch, sehr, sehr würzig. Mhm, sehr intensiv. Das ist eher was für meine Mom. Der Duft ist was für meine Mama, genau. Es riecht sehr edel, auch ein bisschen schwerer tatsächlich vom Duft her, aber ich mag es sehr gerne. Och, wir sind schon beim 21. Dezember, das ist schade. Ich möchte weiter. Ich glaube, ich brauche mehr davon, Leute. Hier habe ich jetzt Sparkling Wine drin. Das ist eine Special Edition. Und das ist, glaube ich, auch die Kerze, die gemacht hat, dass der ganze Adventskalender danach riecht. Weil das ist so ein intensiver Duft. Jo, das ist Weißwein. Das ist mein Stiefpapa. Diese Kerze ist mein Stiefpapa, darf ich vorstellen. Aber das passt. Voll seins. Also riecht wirklich nach Weinschorle, nach einer Weißweinschorle, riecht einfach nach einem gemütlichen Abend. Also, ne, wenn ich mir die beiden, also wenn ich mir die Kerze anmache und diesen Raumduft aktiviere, dann ist das, als wären Mama und mein Stiefpapa zu Besuch. Das ist ja großartig. Also im Prinzip habe ich hier meine Familie auf dem Tisch stehen, ne, läuft. Die zweite Schnapszahl, die Nummer 22. Hier habe ich, glaube ich, wieder einen Food-Duft drin. Das ist wieder unsere Ecke. Ja, es ist tatsächlich so. Leute, es ist Apfelstrudel. Feier ich. Meine Güte, riecht das gut. Das riecht nicht so intensiv. Das riecht eher zurückhaltend. Das riecht nicht so intensiv wie jetzt die anderen eckigen Kerzen, die ich jetzt bislang hatte. Aber es riecht auch sehr, sehr angenehm. Und ich liebe Apfelstrudel. Und du riechst bei diesem Apfelstrudel sogar die Vanillesoße raus. Mag ich. Ich fände es sehr witzig, wenn die am 23. Dezember irgendwie so einen Kaffeeduft reinpacken würden. Weil du hast ja die ganze Adventszeit dann so viele Düfte drin gehabt. Und dann bräuchtest du jetzt theoretisch irgendwas zum Neutralisieren. Bin ich gespannt, was wir hier drin finden werden. Und es ist Northern Lights aus Skandinavien. Also Nordlichter. Das dürfte dann auch irgendwie etwas Frischeres sein. Also Skandinavien würde ich ja auch eher mit schon warmen Sachen verbinden. Aber von den Düften her, na, sind die, glaube ich, eher sportlich. Das riecht wie mein Papa. Das ist ein toller Duft. Das ist so ein schöner Duft, den ich mir auch so im Badezimmer vorstellen kann. Hier habe ich jetzt die Nummer 24, Heiligabend. Und es riecht hier schon süß raus. Bin ich gespannt, was wir hier drin haben. Eine Kerze in einer speziellen Größe. Und zwar Nürnberg. Nürnberg ist das. Das ist ja cool. Ich glaube, das wird irgendwas mit Lebkuchen zu tun haben, oder? Ja, das riecht wie Weihnachtsmarkt. Zimt. Weihnachtsmarkt. Zimtsterne. Mega lecker. Also das ist ganz, 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 ganz cool. Den Duft mag ich auch sehr gerne. Also dieses Jahr haben wir hier echt coole Düfte drin. Und auch insgesamt. Also ich finde den Adventskalender sehr schön gestaltet. Ich finde es toll, dass wir hier drei schöne Raumdüfte drin haben. Mir gefallen auch diese Essensdüfte. Also die Düfte generell holen mich hier echt ab. Also das ist eine schöne Weltreise, die man so bekommt. Es sind sehr, sehr gefällige Düfte, aber auch außergewöhnliche Düfte. Und ich persönlich finde diesen Adventskalender richtig, richtig gut gestaltet. Und ja, ihr Lieben, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr den Adventskalender so findet. Denkt auf jeden Fall dran, mit Claudi25 bekommt ihr den Adventskalender dann für 97,49 € habe ich mir aufgeschrieben. Das war es jetzt hier von mir gewesen. Und ja, vielen, vielen Dank an Ava & May für die wundervolle Kooperation wieder dieses Jahr. Und wenn es dir hier gefallen hat, wenn Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.